Herzlich willkommen in meiner Küche zum Osterspecial Teil 7 Eierlikör. Und zwar habe ich ein Rezept aus der Rezeptwelt genommen. Das habe ich leicht abgewandelt, da ich beim letzten Mal das Problem hatte, dass er sehr fest geworden ist. Wir brauchen 9 Eier, 450 Gramm Zucker, 4 bis 5 Päckchen Vanillezucker, 400 Gramm Sahne, 700 Milliliter Doppelkorn und 50 Milliliter Wasser. Anstatt Päckchen Vanillezucker nehme ich selbstgemachten Vanillezucker. Einfach ist jetzt, wir geben alles in unseren Mixtopf rein. Die Eier mache ich gerne vorher immer schon in eine Schüssel rein, weil ich oft auch mal das Problem habe, dass mir eine Eierschale mit reinfällt und dann muss ich nicht zwischen den Messern rumwurschteln und das wieder rausholen. Das ist so noch ein bisschen sicherer. Jetzt der Korn. Oh, jetzt haben wir unsere Maximalmarke auch gleich schon erreicht. Aber unser Zucker fehlt noch, beziehungsweise der Vanillezucker. Damit es nicht ganz so süß wird, nehme ich 4 Esslöffel. Bei einem Esslöffel entspricht ungefähr ein Päckchen Vanillezucker. Aber wenn ihr selbstgemachten Vanillezucker habt, denkt daran, ihr werdet wahrscheinlich schwarze Punkte dann in euer Likör drin haben von dem Vanillezucker, von der Vanilleschote. Aber das finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Da sieht man einfach, es ist selbstgemacht und der ist einfach tierisch lecker. Kali macht für uns die Arbeit, einfach auf 10 Minuten stellen, Temperatur 70 Grad, Motorstufe 5. Ich bleibe allerdings jetzt dabei stehen, weil der relativ voll ist und pass auf, dass uns nichts überkocht. Bis gleich! Die Zeit ist schon um, Kali ist fertig, es ist nichts übergelaufen oder übergekocht. So, jetzt schaue ich mal wieder, ob ich mit meinen Flaschen auskomme. Die kleine hier hat 350 Milliliter Inhalt und die großen haben jeweils 700 Milliliter Inhalt. Auch hier gehe ich hin und fülle die Flaschen nicht komplett bis nach oben. Falls dann noch nachstockt, dass man auch hier noch entweder Wasser, Korn oder Sahne nachgießen kann, damit er wieder flüssiger wird. Ja, ich glaube, ich muss mir gleich noch eine Flasche dazu holen. Oder reicht es doch noch? Muss man eben testen. Eine kleine kann noch dazu. Die ist jetzt leider übergelaufen, habe ich nicht aufgepasst, muss mir gleich erstmal sauber machen. Ich gieße doch noch ein bisschen nach, weil noch eine Flasche anbrechen oder ja, auffüllen lohnt sich nicht. Dafür ist nicht mehr genug im Topf drin. Es schäumt jetzt ein bisschen, deswegen steigt das so hoch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken.